Hallo und herzlich willkommen. Ja, der Alltag des Lebens, der kann er manchmal auffressen. Manchmal ist er schwierig, manchmal ist er auch gar nichts, absolut nichts. Manchmal ist er auch hardcore. Man muss damit umgehen können. Es gibt Tage, wo man dann plant und es wird alles mit dem Arsch wieder umgeworfen. Es gibt wieder Tage, wo man plant und es funktioniert einwandfrei. Wie man damit umgeht, ist einem selbst überlassen. Das muss man immer für sich selber entscheiden. Man sollte aber nicht andere entscheiden lassen für sich, wie man damit umgehen sollte. Man muss Ideen, also das, was andere einem sagen, sollte man als Hinweis und als Ideenfindung wahrnehmen. Sollte die Person darauf beharren, du musst das machen, dann, ich sage dann immer so nach dem Motto, ich muss mal irgendwann sterben, das war alles. Alles andere ist Können. Danke für die Information. Ich werde drüber nachdenken. Man denkt ja dann auch drüber nach und schaut, kann man das in seine Lebensweisheiten, in seine Lebenserfahrungen, in seine Lebenssituation einarbeiten oder auch nicht? Kann man das für den Alltagsstress mit kombinieren? Kann man das oder ist das totaler Schwachsinn? Das ist ein, man weiß es manchmal nicht. Ich benenne jetzt noch keine große Situation daraus, weil ich keine so große Situation kenne. So, ja, ich muss mal kurz gucken, weil ich warte hier auch gerade auf meine Frau. Die muss da was abholen. Naja, und ja, ich kann da mal einen Schlag von mir erzählen. Heute zum Beispiel habe ich das Auto abgeholt, weil mal wieder die Ventildeckendichtung kaputt war oder undicht war, und jetzt hat man mir gesagt, ja, die Werkstatt, die das am Anfang gemacht hat, die haben zwar oben die Schrauben zugemacht, aber nicht unten die Schrauben bei der Motorregenerierung, und deswegen war auch immer die Ventildeckendichtung undicht, und deswegen war auch der Zylinderkopf. Ich hätte mich tierisch ärgern können, der Alltag des Lebens, aber warum sollte ich? Die Werkstatt hat es repariert, jetzt ist der Schaden endgültig behoben und jetzt habe ich diesen Stress erstmal nicht mehr. Also man muss sich nicht mehr Stress machen, als man eigentlich eh schon hat. Wenn die Sache erledigt ist, dann ist sie erledigt. Man muss Dinge nicht totquatschen. Das, was Frauen ja mal gerne machen, die quatschen gerne Dinge tot und reden und reden und reden. Als Strafe liegt der Mann abends oder nachts neben der Frau und schnarcht ihr die Hucke voll. Das ist so die Strafe für die Frau, weil sie am Tag zu viel redet. Dafür schnarcht der Mann am Abend zu viel. Das Leben gleicht sich. Ist jetzt nur ein lustiges Beispiel. Das Leben gleicht sich quasi immer wieder aus. Man muss das Leben einmal so nehmen, wie es ist. Und man sollte immer das Beste daraus machen. Am besten für sich selber. Erstmal, dann bist du glücklich, kannst du auch andere glücklich machen. Und wenn du für dich selber das Leben erstmal so weit koordiniert hast, für dich glücklich bist, dann kannst du auch mit für andere handeln. Anderen helfen und so weiter. Denn wenn du selber nicht glücklich bist im Alltagsstress, wenn du komplett überfordert bist, dann kannst du anderen auch nicht helfen. Das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Kurze Zeit ist ja, okay. Mo 2 Tage, paar Wochen, paar Monate, vielleicht mal ein Jahr. Aber dann bist du krank. Weil du hast dich kein bisschen um dich selbst gekümmert, hast dich nur um andere gekümmert. Und hast kein langes, gesundes Leben dadurch. Das habe ich bei meinem Vater gesehen, der hat sich nur um andere gekümmert. Schwierig. Er ist selbst nicht zum Arzt gegangen, weil ihn andere wichtiger waren. Er hat jedem geholfen, er hat jedem zugehört, ohne irgendeine Gegenleistung zu haben. Und hat dabei vergessen, dass er selber eigentlich ganz schwer krank war. Aber immer wichtiger, dass andere glücklich waren. Es ist ja auch richtig so. Aber wichtig ist, dass du dich auch nicht selber kümmerst. Und der Alltagsstress kann ja manchmal auffressen. Der kann einen wirklich manchmal auffressen. Familie mit Kindern, die können davon ein Lied singen. Die sind manchmal, die würden manchmal erstmal Urlaub machen und das Kind irgendwo hinbringen. Innerlich. Machen sie es aber nicht, weil sie ihre Kinder so vermissen. Weiß ich selber, ich bin selber Vater. Ja, also, lasst euch von dem Alltagsstress nicht auffressen. Lasst euch nicht von anderen bestimmen, was ihr zu tun und zu machen habt und was ihr zu denken und zu sagen habt.
Alles, was andere sagen, ist für euch ein Hinweis. Damit verabschiede ich mich. Viel Spaß!